Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir sind wieder auf der PS4, also immer noch, also die Switch-Spiele kommen demnächst. Muss das alles nur umklemmen, erstmal Prösterchen. Radikal Rabbit Streep. Also das war schon vorher eingestellt, das habe ich nicht gemacht. Ich bin schon mal gespannt, ey. Also auf den ersten Bildern sah es nicht allzu pixelig aus. Wenn man schnell wegdrückt, hört sich es noch lustiger an. Komm, wir machen mal überspringen, wir wollen ja nur mal reinkicken. Der Sound war ein bisschen wie Mario, oder? Achso, wir müssen Kanicke besiegen. Achso, wir müssen die in den Top reinhauen. Bisschen wie Mario. Noch ganz easy. Okay. Ja, machen wir zum Topf. Ich finde das geil, wie er da steht. Jetzt wird schon ein bisschen kniffliger. Ups. Der hat mir aufgefressen. Also kann ich fressen werden. Oh shit, ich bin daneben gelaufen. Thank you.
Es wird schon ein bisschen kniffliger. Oh shit. Also ich darf nicht einmal einen Hasen irgendwo verschießen. Shit. Na. Ich muss den ersten gleich nehmen. Ups. Mist. Okay, das ihr habt eine Trophäe. Mist. Wann jetzt? Mist. Schneller sein, dann geht das auch. Aber jetzt machen wir auch gleich Schluss hier. War eigentlich ganz easy. Na gut, da gucken wir noch hin. Thank you.
Hasensoufflé, okay. War gut. Aber dann ist wirklich Schluss. Oh fuck, Mist. Shit, aber ich hab die Münze. Oh, mein Blödsinn, wollte ich jetzt nicht machen. Zack. Der war gut. Der war richtig gut jetzt. Ah, Scheiße, ihn sieht noch. Hasenboss oder was? Oh. Geschafft. Also ich habe den ersten Boss geschafft. Ein Bratwurst. Ne, ein silberner Löffel. Der silberne Löffel kann. Okay, also wir können dann so was.
Ach, ich war nicht schnell genug. Wieso schaffe ich das nicht? Jetzt aber. Ich finde diese kleinen Minispiele manchmal echt. Peter. Wie eine Tierschutzorganisation. So, und jetzt haben wir da aber. Ich hab mir nämlich keine Ruhe mit dieser scheiß Münze gelassen. Ach, scheiße, wir machen nur 2-3 Levels. Jetzt wollen wir gucken, was da weiter passiert. Ach, ich kann mich selber hoch. Sieht aus, als wenn es mich gleich hier woanders hingeht, dass wir wenigstens die erste Landkarte hier mal beenden. Ach so, shit. Doch geht. Ich hab schon gedacht, ich komme da nicht rüber. Ich habe jetzt den silbernen Löffel. So, da muss ich die so machen, damit das andere Karnickel angelockt wird und dann frisst er sich voll und wird zu einem fetten Karnickel. Oh. Was ist das? Tintenfisch? Ein Mops im Hasenkostüm. Nicht euer Ernst. Yeah.
muss. Ich bin mit den Lichtern jetzt durcheinander gekommen. Jetzt gerade nicht in der Lage für ihn. Egal. Viele fragen ja von euch auch mal wegen Trophäen. Müssen wir gleich mal nachgucken. Es hat Platin. Sammelt alle Trophäen. Beende die erste Welt. Beende die zweite Welt. Also es sind nur zwei Welten, so wie es aussieht. Stirbt durch Lava, also die anderen sind jetzt so im Spiel machbar, denke ich mal. Okay. Also scheint auch eine relativ schnelle Platin zu sein, zwei Levels. Wir spielen jetzt, was sind wir, 23 Minuten. Ich muss halt nur noch den komischen Hund besiegen, dann habe ich ersten Gang, dann kommt der zweite Gang. In die zweite Welt, ja. Und da denke ich mal, kriegt man die alle und scheint eine schnelle Platin zu sein. Vielleicht machen wir die dann auch mal. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Es ist halt ein 3D-Spiel. Es ist halt wieder, ach Quatsch, 3D. Es ist wieder so im Oldschool-Look, so ein pixelmäßig gemacht. Naja. Aber so vom Aufbau finde ich es gar nicht mal so schlecht. Und vor allen Dingen wäre eine schnelle Platin wahrscheinlich. Das werden wir sehen. Das werden wir, wenn wir Ghost of Tsushima beendet haben, vielleicht im Livestream dann nochmal weitermachen. Und gucken, ob das wirklich eine schnelle Platin wäre. Denn wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns, also ich werde das Video, so wie ich es jetzt hier gespielt habe, in 4K ohne HDR. Weil HDR ist bei mir, ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich was Falsches, ist aus. Also das Spiel hat kein HDR und ich lade halt so mit einer hohen Bitrate, also mit einer hohen Videobitrate und so ohne Rendern so hoch, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis seid wie ich. Es ist ein Pixelspiel, aber ich mache es immer so, deswegen ziehen wir das doch weiterhin durch, auch wenn es jetzt halt, obwohl man das halt anders machen könnte jetzt, weil ob ich da was render oder nicht, egal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.